Hallihallo, meine Lieben. Heute tatsächlich schon wieder mit einer neuen Spar-Challenge. Ich finde es wirklich verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist jetzt schon meine vierte Spar-Challenge, seitdem ich YouTube mache. Und ja, ich bin auf jeden Fall richtig begeistert und mich motiviert es immer und immer wieder, mehr an meinem Ziel dran zu bleiben. Und ich freue mich aber auch natürlich, wenn ich dann ein paar Beträge gesammelt habe, sei es jetzt durch eine Strafgebühr oder auch durch eine Belohnungsgebühr, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin wirklich sehr begeistert. Wenn ihr meine anderen Spar-Challenges noch nicht kennt, dann verlinke ich euch die mal unten in der Infobox. Es gibt die 10.000 Schritte Challenge, die Trink genug Wasser Challenge und dann noch die Schlaf dich reich Challenge. Und jetzt kommen wir zu neuen. Und zwar konntet ihr auf Instagram abstimmen, welche Challenge es werden sollte. Das Ergebnis war ganz, ganz klar die 30 Minuten Bewegung Challenge. Zur Auswahl standen die 30 Minuten Bewegung oder die 100 Squat Challenge. Wenn ihr jetzt hier auf YouTube, ich weiß, dass mir ja nicht jeder auf Instagram folgt, trotzdem Lust habt auf die 100 Squat Challenge, dann schreibt es doch einfach unten in die Info, in die Kommentare und dann werde ich die wahrscheinlich dann die nächsten Male noch berücksichtigen, weil ich die eigentlich auch richtig cool finde. Ich konnte mich aber tatsächlich selber auch nicht entscheiden. Ja, beide Challenges haben für mich etwas mit Bewegung zu tun und das war mir in dem Monat besonders wichtig. Ich möchte mich auch gerne wieder etwas mehr bewegen. Denn die Bewegung ist super, super wichtig. Und ich finde, gerade durch Corona war man so viel zu Hause und hat sich eigentlich relativ wenig bewegt. Und ja, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Gründe, warum man sich bewegen sollte. Unter anderem natürlich auch, da Bewegung gegen Stress hilft oder hilft, Stress abzubauen. Das heißt, wenn wir erschöpft sind, haben wir natürlich häufiger den Wunsch, uns einfach auf die Couch zu legen und zu entspannen. Und wenn wir uns auf die Couch legen, senken wir dann unseren Herzschlag, weil wir uns ja nicht bewegen. Unsere Atem wird langsamer, unser Blutdruck wird niedriger. So können dann die Stresshormone, die in unserem Körper sich angesammelt haben, nicht abgebaut werden. Ich finde, man merkt das auch immer sehr, sehr schnell, wenn man gestresst ist und sich dann einfach mal ein bisschen bewegt und etwas für sich tut. Dann kann man auch während diesen Sportes oder während dieser Bewegung sich so doll auspowern und ja, die ganze Wut und Stress halt einfach aus sich hinaus fördern. Außerdem, was auch grundsätzlich da auch ein bisschen mit zusammenhängt, finde ich persönlich, macht Bewegung auch glücklich. Natürlich der erste Schritt, sich überhaupt erstmal aufzuraffen und dann überhaupt erstmal ins Fitnessstudio zu gehen, das Workout anzumachen, Hula-Reifen zu holen oder, je nachdem, was ihr gerne an Sport macht, ist natürlich meist erstmal irgendwie ein bisschen Überwindung, aber ich finde, danach ist man einfach viel glücklicher und man ist einfach auch glücklich, das überhaupt gemacht zu haben. Außerdem, was man natürlich weiß, Bewegung aktiviert den Stoffwechsel, ist auch gut für das Herz, reguliert den Blutzuckerspiegel und kräftigt auch den eigenen Körper natürlich. Ein Grund, warum ich auch mich wieder bewegen möchte, ist erstmal, dass ich natürlich mich fitter fühlen möchte, aber auch ein wenig Körpergewicht verlieren möchte. Denn ich habe durch Corona und auch durch meine Fortbildung ein bisschen an Gewicht zugelegt. Ich habe auch schon dieses Jahr an die 10 Kilo verloren, aber ich möchte auf jeden Fall weiter an mir arbeiten und ja, erstmal meine Ausdauer auf jeden Fall stärken oder ja, wieder aufbauen und auch ein wenig Gewicht verlieren. Wenn ihr Interesse daran habt, meine Abnehmerfolge unter anderem auch ja, mitzuerleben, um zu erfahren, das werde ich hier auf YouTube nämlich nicht thematisieren, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Da werde ich euch ab und zu mal auf dem Laufenden halten, was das Gewicht angeht oder ja, wie meine Abnahme im Moment so läuft. Kommen wir jetzt aber einmal zur Spar-Challenge. Genug geredet. Und zwar geht es darum, sich jeden Tag mindestens 30 Minuten zu bewegen. Unter Bewegung zählt alles, was ihr eigentlich möchtet. Also natürlich, dass die normalen Sportarten im Verein oder aber auch alleine, natürlich das Fitnessstudio, aber auch das Rudern zu Hause oder Workouts, Home-Workouts, das zählt alles darunter. Auch schnelles Spazierengehen und wenn ihr das für euch auch so entscheidet, natürlich auch normales Spazierengehen. Hauptsache, ihr bewegt euch am Tag 30 Minuten und für jeden nicht geschafften Tag
an denen ihr nicht diese 30 Minuten euch bewegt habt, muss man eine Strafgebühr bezahlen. Die könnt ihr auch wieder individuell festlegen. Für mich wird es 2 Euro sein pro nicht geschafften Tag. Diesen Betrag schreibt ihr dann hier oben rein. Den habe ich mich freigelassen. Da könnt ihr wieder individuell entscheiden, ja, was eure Strafgebühr ist. Die Vorlage ist eigentlich relativ einfach aufgebaut. Es untergliedert sich in Woche 1, 2, 3, 4 und 5. Hier vorne, ich weiß nicht, ob man das, ich hole euch mal rein, ob man das nämlich von Weitem sieht. Und zwar hier vorne habt ihr Woche 1. In meinem Fall, weil ich das ja jetzt im August gerne starten möchte und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch dabei seid. Lasst es mich einfach in den Kommentaren unten wissen, falls ihr diese Challenge auch im August starten wollt. Ihr könnt das Ganze aber auch per Insta-Template machen. Da werde ich dann am letzten Tag, also am 31.07. ein Template hochladen. Dann könntet ihr jeden Tag das in eure Story posten und dann mich markieren. Und dann würde ich auch sehen, dass ihr dran teilnehmt. Da würde ich mich auf jeden Fall mega drüber freuen. Auf jeden Fall geht Woche 1, in meinem Fall dann natürlich vom 1.8. bis 7.8. Und hier sehen wir jetzt 7 Linien, immer für den jeweiligen Tag. Das heißt, am ersten Tag, also am 1.8., habe ich jetzt zum Beispiel Sport gemacht. Ich habe gehulert, dann schreibe ich hier rein, was ich gemacht habe. Einfach mal so, um das nachher für sich auch als Überprüfung hier einfach zu sehen, was hat man denn tatsächlich alles gemacht in der Woche. Und da ich jetzt 30 Minuten gehulert habe, ist mein Sparbetrag natürlich 0. Am 2.8. hätte ich dann zum Beispiel nichts gemacht und dann müsste ich eine Strafgebühr von 2 Euro einzahlen. Und so geht das dann die Woche weiter und wir sagen jetzt mal, so sieht es aus. Ich habe dreimal keinen Sport gemacht bzw. mich 30 Minuten bewegt und somit habe ich insgesamt 6 Euro Strafgebühren in dieser Woche. Und so tragt ihr das dann Woche für Woche ein. Und dann am Ende rechnet ihr diese Beträge hier zusammen und tragt sie hier oben ein. Diesen errechneten Betrag müsst ihr dann in dem Monat quasi an Strafe zahlen, als Sparchallenge natürlich. Also es ist natürlich irgendwie eine Strafgebühr, aber trotzdem habt ihr dadurch erst einmal euch mehr bewegt, weil ihr mehr drauf geachtet habt und ihr habt am Ende trotzdem ein bisschen Geld noch zur Seite gelegt. Also ich finde das super. Ihr könnt es natürlich auch wieder andersherum machen. Das ist euch völlig selbst überlassen, dass ihr sagt, für jeden Tag, den ich geschafft habe, etwas zu machen, werde ich mir zum Beispiel 2 Euro zurücklegen. Und für die Tage, wo ich nichts gemacht habe, werde ich nichts zurücklegen, zur Seite legen, also sparen. Das ist euch auch wieder völlig selbst überlassen. Für mich persönlich ist es mehr Ansporn, mich auch zu bewegen, wenn ich keine Strafe zahlen muss, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber das ist wirklich komplett euch selbst überlassen. Und dann bekomme ich tatsächlich immer mal wieder die Frage, wie mache ich das? Woher nehme ich nachher das Geld, welches hier zustande kommt? Das ist ganz einfach, also beziehungsweise immer unterschiedlich. Bei mir ist es ja so, dass ich am Monatsanfang mein komplettes Gehalt verplane in die Kategorien. Allerdings habe ich bisher auch immer zusätzliche Einnahmen gehabt, sei es durch Verkauf oder durch Umfragen, was habe ich noch, Payback, Entschuldigung. Also ich habe ja immer irgendwie zusätzliche Einnahmen gehabt und diese Einnahmen haben bisher immer für meine Spar-Challenges ausgereicht. Deswegen nehme ich dann immer die Beträge, die hier entstehen, aus diesem Bereich, also aus den zusätzlichen Einnahmen, weil ich ja mein Gehalt am Anfang des Monats schon komplett verplant habe und da ja eigentlich nichts mehr übrig bleibt. Ihr könnt es aber auch so machen, dass ihr euch am Anfang des Monats zum Beispiel 50 Euro für eine Spar-Challenge zurücklegt oder einbehaltet, also quasi auch eine Kategorie eröffnet und dann diesen Betrag ja von vornherein schon irgendwie von eurem Budget abgezogen habt. Dann könnt ihr es aber auch so machen, wenn ihr euer komplettes Gehalt schon verplant habt, so wie ich, am Anfang des Monats und keine zusätzlichen Einnahmen habt oder die zusätzlichen Einnahmen nicht ausreichend sind für die Spar-Challenge, dann könnt ihr zum Beispiel auch nachher schauen, habt ihr zum Beispiel im Freizeitbereich oder habt ihr in irgendeiner Kategorie noch Geld übrig am Ende des Monats, woraus ihr dann das Geld für die Spar-Challenge nehmen könnt.
Solltet ihr da kein Geld mehr übrig haben, also komplett euer gesamtes Gehalt aufgebraucht haben, dann könnt ihr es zum Beispiel auch so machen, dass ihr von dem darauffolgenden Monat, in dem Fall würdet ihr das jetzt zum Beispiel im August machen, ihr habt am Ende des Augustes kein Geld mehr, um diese Spar-Challenge hier zu bedienen, dann könntet ihr auch vom Monat September das Geld für die Spar-Challenge gleich abziehen, sodass euer Gehalt sich oder euer Budget sich für den Monat September natürlich reduziert, aber dann hättet ihr auf jeden Fall auch noch den Betrag, den ihr hier benötigt. Also diese Varianten fallen mir halt ein. Eine andere würde mir jetzt tatsächlich nicht einfallen, aber ich glaube, unter irgendeine Variante könntet ihr auch fallen und so könntet ihr euch das Geld dann zusammensparen oder halt, oder da könntet ihr euch das halt herholen. Falls ihr noch eine andere Idee habt, wie ihr dieses Geld hier zusammenkratzen könnt, zum Beispiel, was nicht unter meine genannten Varianten fällt, dann könnt ihr es gerne unten in die Infobox schreiben. Da könnt ihr bestimmt dann noch jemand anderem helfen, falls ihr, ja, wie gesagt, noch eine andere Idee habt. Das war jetzt eigentlich meine Spar-Challenge. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr daran teilnehmt oder einfach mitmacht. Wie gesagt, ihr könnt hier auch als Strafgebühr nur 50 Cent nehmen, falls ihr nicht so viel Geld übrig habt für eine Spar-Challenge. Aber ich finde es dennoch sehr cool, wenn man sich einfach mal ein bisschen mehr bewegt, dabei quasi auch noch Geld spart. Diese Sparvorlage könnt ihr wie immer unten in der Infobox kostenlos downloaden. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, meinen Kanal vielleicht sogar abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt und auch die Glocke aktiviert, denn so verpasst ihr kein Video mehr von mir und werdet immer wieder benachrichtigt, wenn auch eventuell zum Beispiel neue Sparvorlagen kostenlos online kommen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Mittwoch und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao, tschüss!